bist? Warum bist du dabei und was ist deine wichtigste Botschaft an all diese Menschen hier auf der Straße? Unsere wichtigste Botschaft ist, dass wir das nur zusammen schaffen können. Agrarwende fängt in unseren Küchen und beim Einkauf an und auch bei uns auf den Feldern. Wir brauchen eine gentechnikfreie Landwirtschaft ohne Nachbaugebühren und dafür sind mein Mann und ich heute losgefahren. Vielen Dank, Herr Kuhpacker! Dankeschön! Und wo? Wo steckt der Volker Wontersdorf? Jawohl! Jetzt müsst ihr noch mal kurz zuhören. Das ist nämlich auch eine Geschichte für sich. Volker, du kommst vom Hof Blankenfelde und all die Treckerfahrer, für die ist das was ganz Besonderes. Für die ist das nämlich seit Jahren der Hof, bei dem all die Treckerleute, nein, ist sie nicht? es gibt davon jede Menge. Okay, ein anderes cooles Blankenfelde. Eine Frage für dich war, was ist denn jetzt das Wichtige, was als nächstes passiert? Wir sind ja heute 27.000 Leute, 170 Trecker. Was muss jetzt unbedingt kommen? Also ich bin hier, um mit euch an der Ernährungswende zu arbeiten. Mein Hof kommt nämlich aus dem Berliner Speckgürtel, ist also nicht weit weg. Ich könnte zusammen mit vielen anderen Kollegen und Kolleginnen Berlin klima- und Potsdam klimaneutral, artgerecht und bäuerlich ernähren mit guten Lebensmitteln. Aber dafür brauche ich viele neue bäuerliche Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich kooperieren und nicht konkurrieren kann. Im Moment habe ich nur einen einzigen landwirtschaftlichen Nachbarn, der hat einen über 6000 Hektar Betrieb von der Stadt Berlin gepachtet und hat seit Anfang des Jahres ein Tierhaltungsverbot, weil die Zustände in seinen Ställen so schlimm waren. Ich brauche andere bäuerliche Nachbarn. Wow, okay. Wir brauchen die richtigen bäuerlichen Nachbarinnen und Nachbarn und wir brauchen den Dialog und den Austausch. Losgehen auf die Leute, Gespräche führen, Aktionen machen und jetzt? Und jetzt? Wollte ich sagen, hier sind noch mehr Bauern, die auch 10 Jahre dabei sind. Aber herzlichen Dank von Bio an den Biohof Oldendorf, auch 10 Jahre dabei. Aber jetzt haben wir eine agrarpolitische Rede, die vielleicht nochmal die Vision, die wir eben vermisst haben, sucht.